Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Farmers Life. Ich habe schon wieder den Blinker an, keine Ahnung warum. So, jetzt fahren wir dem Chef den Krempel hier zurück. Achso, die wollte ich von mir auskippen, die Steine hier. Die kippe ich bei mir aus und tue die dann bei mir irgendwo hin packen und natürlich irgendwann einen Wagen voll laden und dann fahre ich wieder weg. Und dann müssen wir die Ballen noch wegholen. Den Acker haben wir fertig. Mein Hund hat gerade den Vorhang aufgehoben. Ich hoffe mal, das sieht man nicht. Ich habe ja den Vorhang hinten, die grüne. Aber ich hoffe mal, das sieht man nicht, oder? Nee. Das ist meins. Die Teekanne. Ups, Entschuldigung. Ich muss die Teekanne mal wegstellen. Hier, die steht hier unten. So. So, hier Wurf. Ging heute Abend zu schnell, hat er gar nicht mitgekriegt, dass ich schon hier oben bin. Jetzt vermisst er natürlich seine Brocken, die er immer kriegt hier oben, wenn er mit hochkommt. Aber er wird sie überleben. Ein kleiner Ruckler. Ich hatte doch schon mal welche hingekippt. Immer noch nett, da fahren wir so einen Hof. Wie sehen die ganzen Dinger wieder an hier? Moment. So. Da liegen sie gut. So, fahren wir das Ding zum Sven zurück. Jetzt keinen Sinn für eine Sämaschine mitzuholen. Ich hätte Hürsefeld drinnen machen müssen.
weiter. Dann machen wir hier sauber wieder. So, ist schon hübsch. Moment. So. Gut ist. Aber verpiss mal schnell wieder. Wenn er wieder da ist, will ich mich schon melden, ne? So, auf nach Hause, ne? Alles unberührt hier, wie immer? Keine Ahnung. Aber spätestens morgen müsste er dann da sein, ne? Irgendwann. Also ich kann mir das nicht erlauben, so lang weg zu bleiben. Aber die Chefs, die dürfen das, ne? Die können sich das erlauben. Gut, ich weiß nicht, wo sein Mitarbeiter rumturnt. Und der die Arbeit macht, dann ist ja gut. Ich kenne ja seine Felder nicht alle, wo der rumturnen kann. Ich weiß nicht. Gib mich auch nichts an. Ach, ist das eine himmlische Ruhe hier. So, nee, ich muss erst den Wagen hinfahren. Ich habe verpennt beim letzten Mal. Ich hätte die Sorgen würde direkt dann mitmachen, aber was man denn im Kopf hat, muss man eben im Tank haben, ne? Und das Schöne ist, hier ist fast alles mein Revier. Kann man keine entgegenkommen bloß. Wir können wieder machen, was wir wollen. Es sind noch ein paar andere Acker dazwischen, aber vielleicht, wenn wir irgendwann mal größer werden sollten, dann kann man die auch noch dazu kaufen. Was für mich jetzt geil wäre, wäre ein
ein Anhänger, sag ich mal, ein Drescher als Anhänger, ne? Aber die haben alle keine Schnittbreite. Das ist ja kacke. Guck mal, der sich drehen kann hier. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also so scheiße, wie er optisch aussieht, aber so gelungen ist er. Ups. Wieder vorbei. Und irgendwann muss ich mal gucken, dass meine Schreinerei an die Gänge kommt, ne? Holz und so, dass das so blöde ist, ich muss das ja wahrscheinlich beim Morgenstern holen. Die Bretter und so ein Kram. Also wie ich weiß, hat er keine Monopolstellung hier. Beziehungsweise da war ich auch nicht. Ups. So. Papier stehen, den brauchen wir gleich wieder. So, ist so blöd, dass ich jetzt wegen einem Feld davon eiern muss, aber das nützt ja nichts. Gut, alte Deutsch-Drescher. Ich darf ja nicht einfach über Wiese machen, das ist ja nicht alles zu Wiese gemacht drüben oder was so scheiße. Du kannst doch Getreide mal verkaufen, ne? Ich glaube, Sven nimmt dir auch Getreide an für seine Produktion. Das ist besser. Ich habe ja Dreck. Ich muss halt beim nächsten Mal mehr gucken, wo ich schon überall war und was ich noch machen muss. Deshalb will ich auch jetzt noch nicht ansehen. Ich will die Felder hier alle zusammen ansehen. Dass die auch zusammen erntereif sind. Steinberg auf hier. Nur wenn die scheiß Schiffe hier durchfahren, ne? Das hätte nicht ganz so hoch müssen sein hier. Die ist ja alles gerade. Das ging ja sogar, ne? Ich will die Schneidwerkswagen nur nach hinten dran hängen. Aber das gut ist für meine Riemen hier beim Drescher. Die brauchst du nicht. Das glaubt ihr nicht.
Ja, hallo? Guten Tag, der Landhändler hier. Ah, der Chef ist da. Servus. Jo. Guten Tag. Ja, das ist so schön. Mal eine Frage, wie sieht das aus? Wie lange brauchst du noch den Steinesammler Der ist oder wie wieder auf weit dem bist du Hof im bei dir. Moment? Der steht schon wieder auf dem Der ist Hof. noch im Hof, ja. Gewaschen, poliert, alles tipptopp. Ah, ist in Ordnung. Das finde ich super. Ja. Steine sind da noch drin, was? Nein, nein, alles Nee. leer. Alles Ach, leer. die sollten ja zum Steinbruch, ne? Ich hab die mal bei mir ausgekippt, weil ich fahre ja nicht mit ein paar Steinen dahin. Ich kipp die bei mir auf dem Hof und dann mache ich irgendwann einen Hänger voll und fahre die dann zum Steinbruch. Aber ich muss immer mal mit dich vorbeikommen. Ich brauche noch irgendwie, mit meiner Maschinentechnik müssen wir etwas umstellen. Das gefällt mir alles so nicht. Ich habe demnächst noch was mit dir vor, auf Basis dessen, dadurch, dass mein Angestellter jetzt doch wieder in den Sack abhauen kann, Ach so, der weil ist ich weg. einfach Ich, ganz das wusste ich anders nicht. drauf war. Ich habe gedacht, der wäre noch da. Das wusste ich nicht. Alles gut. Darum, eventuell habe ich mit dir noch was vor. Ja, gut, das können wir ja mal bequatschen. Ich müsste nachher sowieso, wollte ich deinen großen Flug mal abholen wieder. Der ist ja gut viel Du besser wolltest wie doch mal mein. einmal wieder fliegen, ja. Ich muss aber fliegen gleich, ja. Oder nachher, oder morgen. Heute nicht mehr. Ja, kriegen wir wohl eventuell hin. Genau. Okay, aber gut, meine lieben Freunde, wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, aber wenn ein Träumchen, denkt dran, bei den zwei vorbeizuschauen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Discord vorbei beim Tockerbrust oder beim Teamspeak bei mir, bei Chaos Farming. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein. Tschüss!